Hallo und willkommen zurück zu einer neuen kleinen Lego-Review. Hier zum das Set aus dem Mandalorian aus der ersten Staffel, den AT-ST Walker. Pünktlich zum Start der zweiten Staffel wird es hier aufgenommen. Die ist heute gestartet zum Aufnahmezeitpunkt am 30. Oktober. Ich habe sie mir noch nicht angeguckt, aber werde ich natürlich heute Abend auf jeden Fall noch machen. Aber wenn ihr das seht, ist schon eine Woche später, weil heute ist ja schon wieder Sonntag. Jo, wir gucken uns als erstes mal den AT-ST an, der extrem cool aussieht, auch vom Design her sehr nah an die an den aus der Serie kommt. Richtig, richtig geil. Wir können ihn auch nochmal drehen. Von der Seite hier auch das anderfarbige Bein. Hier unten haben wir zwei federgeladene Schuh da drin. Und von hinten schaut er so aus. Hier könnt ihr dran drehen, da dreht sich dann der Kopf vom AT-ST. Wenn ihr hier hinten drückt, dann schießen die federgeladenen Shooter. Ich mache das ganze Ding jetzt einmal auf und dann könnt ihr euch den nochmal von innen anschauen. So, so schaut der von innen aus. Da ist einfach Platz für eine Person. Hier hinten könnt ihr immer noch einen Blaster reinstecken, hier in den kleinen. Den könnt ihr hier einfach so auf und zu klappen. Hier vorne habt ihr noch diese Griffe dran. Da geht es easy going auf und zu. Ja, innen drin ist bisschen, ja, alle Teile ein bisschen drin versteckt, aber er ist geschlossen, ist ja extrem cool. Jo, das war es eigentlich schon zum AT-ST. Jetzt kommen wir noch ganz kurz zu den Minifiguren. Die sind extrem cool, die da dabei sind. Jo. So, und dann geht es einmal hier mit unseren zwei bzw. vier Figuren los. An sich gibt es nicht viel zu sagen. Den zwei gehört hier der AT-ST und die zwei bekämpfen den logischerweise. Und was auch extrem cool gemacht ist, ist bei Mando, das zeige ich jetzt gleich mal. Ups, wer die Staffel 1 noch nicht gesehen hat oder noch nicht weit genug gesehen hat, der wird jetzt wird's logisch finden. Alle, die es schon gesehen haben, denen ist es jetzt eigentlich ziemlich egal, aber ich zeig's euch. Moment. Und zwar habe ich mal den seinen Helm gerade abgenommen. Das ist ja die mandalorianische Religion, dass die den eben nicht abnehmen. Und damit es keinen Spoiler gibt, wurde selbst hier bei Lego einfach ein schwarzer Kopf drauf gesetzt. Damit man keinen Spoiler eben zur Serie bekommt, weil er ja eben seinen Helm einmal abnimmt. Und ja, das. Deswegen ist es dann hinfällig und ich denke, dass es bei neuen Sets wahrscheinlich auch schon bei der Razer Quest, die jetzt rausgekommen ist, sieht, dass er da seinen richtigen Kopf dann schon hat. Das schätze ich dann einfach mal. Jo, das war es eigentlich auch schon zum ganzen Review-Video. Hier nochmal das gesamte Set in voller Ausdehnung. Lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. Auch wenn es erst zur ersten Staffel noch ist. Ich finde die Mandalorian-Sets extrem cool. Und ich freue mich dann auch schon drauf, wenn ich mir die Razer Quest hole. Die wird auch demnächst hier noch eintreffen. Also, was heißt demnächst? Aber das wird eines der nächsten Sets werden, die ich mir hole. Und da freue ich mich auch schon drauf. Ich bin jetzt bloß nicht sicher, ob dann hier unser Mando schon seine Beskar-Rüstung hat oder immer noch hier nur dieses Standardteil, was er jetzt hier hat. Das weiß ich jetzt gar nicht auswendig, aber das sehen wir ja dann, wenn es soweit ist. Wenn es euch aber gefallen hat, könnt ihr liken, abonnieren, kommentieren. Ihr wisst aber Bescheid. Bis dahin. Ciao.